Bei mir ist der Leiter des Regenta Verlags, die Veranstalter hier der B2B Nordmesse sind. Hallo Herr Beusen. Hallo, guten Tag. Wir haben im April schon mal gesprochen, da hat die Messe zum ersten Mal stattgefunden. Ich erinnere mich, Sie waren sehr begeistert mit der Bilanz der Messe. Was sagen Sie jetzt zur zweiten B2B Nordmesse? Gefühlt nochmal das Doppelte an Besuchern, was unglaublich ist. Wir haben sehr schwierige Verkehrsverhältnisse vor der Tür im Moment. Mit Staus auf den Autobahnen ganz schwer. Belastet uns gar nicht. Unglaublich. Fast 230 Aussteller. Jetzt schon über 2000 Besucher. Das konnten wir kontrollieren. Entscheider, Gründer, Unternehmer. Wunderbar. Besser geht's nicht. Haben Sie noch irgendwelche Veränderungen getroffen nach der Messe im April? Was war Ihre Bilanz davon? Die Bilanz war, dass es war ganz lustig, dass die Leute gar nicht so viel von uns wissen wollten, also mit großen Vorträgen, sondern es war ein ganz lustiges Ereignis. Ich stand auf der Bühne, habe die Leute begrüßt und war plötzlich alleine. Das war ein schlimmes Erlebnis, ging aber am Ende, weil ich habe mich umgedreht und plötzlich waren alle im Networken. Die Leute waren am Verkaufen, am Kontakt aufnehmen. Das war wunderbar und das ist die Idee dieser Messe. Und wenn ich mich heute umgucke, passiert genau das. Die Leute sind in Kommunikation und das ist das, wofür wir da sind. Kommunikation unter Unternehmern. Und das Networking, wollen Sie da vielleicht für kommende Messen noch mehr den Fokus drauf setzen, Schwerpunkte setzen? Haben Sie schon Ideen vielleicht für die dritte B2B Nord? Die haben wir, die werde ich natürlich noch nicht erzählen, aber es wird noch größer werden. Wir können uns in diesen Räumen nicht weiter erweitern. Wir haben jeden Quadratmeter ausgenutzt, 228 Aussteller, das ist das absolute Maximum, was wir spielen können. Wir haben so ein paar Ideen, wo wir die im Moment 60 Unternehmen, die auf Warteliste sind, einfach noch unterbringen können. Aber man kann sagen, es ist jetzt schon so spannend, so viele unterschiedliche Impressionen, so viele unterschiedliche Kontakte gibt es in ganz Deutschland nicht. Das heißt, wir können festhalten auf jeden Fall, man kann sich schon auf die B2B Nord im nächsten Jahr freuen, weil es wird nochmal einen Fortschritt geben. Es geht weiter, die B2B Nord zweimal im Jahr, regelmäßig April und November. Ich habe eben gerade gesehen, dass viele schon ganz fleißig die Reservierungen gemacht haben, weil sie gesehen haben, der Stand ist besser, den möchte ich eher haben für mich. Da ist schon ein wildes Treiben bei den Reservierungen da und es wird weitergehen. Und im April haben wir die nächsten, für mich Sensationen, die nächsten Quantensprünge. Ich freue mich drauf. Das ist ein gutes Schlusswort. Da würde ich sagen, ich bedanke mich für Ihre Information und wünsche Ihnen einen ganz erfolgreichen Messetag heute noch. Vielen Dank.